Paraguay Live. Ich bin der Pitt. Herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Das heutige Thema ist Grundstücksgröße. Welche Grundstücksgröße ist korrekt für euer Bauvorhaben? Also bleibt dran. Also erstmal vielen Dank an euch für die vielen Anfragen und viele von euch haben mich ja gefragt, Pitt, was ist die korrekte, die richtige Grundstücksgröße deiner Ansicht nach? Und da setzen wir uns einfach zusammen und sprechen wir über das wichtige Thema. Okay, also. Also danke für eure Fragen nochmal und ich denke, diese spezielle Frage, wie groß sollte mein Grundstück sein, ist schon eine wichtige Frage. Also ich habe mich ein bisschen erkundigt bei unseren bekannten Architekten in Deutschland, auch ein bisschen gegoogelt und was ist dabei herausgekommen? Also heute die durchschnittliche verkaufte Grundstücksfläche liegt zwischen 400 und 600 Quadratmeter. Das ist die Grundstücksfläche, natürlich durchschnittlich. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, was brauche ich, was braucht ihr, was brauchst du für ein Grundstück und wie kommt man am besten an die korrekten Grundstücke dran. Also die erste Frage, die ganz wichtigste Frage, wofür braucht ihr das Grundstück? Seid ihr zu zwei oder kommt ihr mit Familie? Und die dritte Frage ist, welche Lage soll es sein? Soll es eher nah an der Stadt sein oder eher außerhalb, also ländliche Lage? Das sind diese Aspekte, die man sich immer wieder vor Augen stellen sollte, damit man auch die richtige Entscheidung trifft. Also, wie groß sollte das Grundstück sein? Ich sage ja mal so. Für ein freistehendes Einfamilienhaus sollte die Mindestgrundstücksgröße, ich sage mal Pi mal Daumen, ungefähr zwischen 600 und 800 Quadratmeter liegen. Je natürlich, welche Lage es ist und je nachdem, was es kostet. Also ich denke in Paraguay die guten Lagen etwas außerhalb der Stadt, ich spreche jetzt von der Stadt Piribebuy, kann man schon im Bereich von ungefähr $10.000 für 1.000 Quadratmeter bekommen. Also ein Bauland, wo Sie es wirklich ein top freistehendes Einfamilienhaus hinsetzen können. So, ich spreche natürlich ungern von den Preisen, weil diese können sich je nach Situation natürlich immer wieder ja ändern. Aber grundsätzlich zu den Grundstücksgrößen. Also ich bin der Meinung, dass es außerhalb von der Stadt, also im etwas ländlichen Gebiet, 1000 Quadratmeter ist schon ein Top-Grundstück, was man nutzen kann und vor allem, was auch wichtig ist, ihr habt also kaum Arbeit damit, aber trotzdem noch genug Garten drumherum, um die richtigen Pflanzen zu setzen und damit ihr euch nicht so sehr gedrängt fühlt, wie zum Beispiel in so einer Reihenhausbebauung. Also ich denke, im Bereich 1000 bis 2000 Quadratmeter in ländlichen Gebieten ist das wirklich schon ausreichend. Nicht so viel Arbeit, aber trotzdem noch genug Freiheit für Ihr Bauvorhaben und für die
Qualität des Lebens. Also bleibt man jetzt bei der ländlichen Gegend. Also wenn man natürlich die Grundstücksgröße von 1000, also 1000 Quadratmeter nimmt, das ist ungefähr die Front 20 Meter breit und 50 Meter lang, das Grundstück. Wenn man sich natürlich folgende Sache überlegt. Ich sage mal, viele von euch sind nur zwei Personen. Ja, also ich denke, in diesem Fall 1000 Quadratmeter ist schon ausreichend. Und gleich kommen wir zu dem eventuellen Haus, was man auf so einem Grundstück hinstellen könnte bzw. auch kann. Also nehmen wir das Grundstück von 20 Meter Breite und 50 Meter Länge. Ganz einfach. Nehmen wir, ihr seid zu zweit und braucht ein Haus ungefähr von 100 Quadratmeter. Ich spreche jetzt von eingeschossige Bauweise, was hier auf dem Lande auf jeden Fall bevorzugt wird. Also nehmen wir das typische Einfamilienhaus 10x10. Was ergibt es? 100 Quadratmeter, was man hervorragend nutzen kann. Und glaub mir, für zwei Personen oder auch drei ist es auf jeden Fall ausreichend. Also bei einer Grundstücksgröße von 20 Meter bleibt euch auf jeden Fall noch 10 Meter übrig. Ich darf nur daran erinnern, dass in Deutschland in den meisten Neubau-Wohngebieten, in den meisten Bundesländern, gibt es 3 Meter Abstand zur Grundstücksgrenze. Das heißt also die Bebauung. Bei der Bebauung muss man natürlich die 3 Meter Abstand einhalten zum Nachbarn. Das betrifft natürlich nicht die Abstell- oder die Carports oder auch die Garagen, die man auch teilweise direkt auf die Grundstücksgrenze setzen kann. So ist es auch hier in Paraguay ähnlich. Von daher, 20 Meter auf 50 Meter ist es Top-Grundstück. Und ich rate ja auch, falls ihr noch genügend Kapital habt, könnt ihr natürlich ein zweites Haus bzw. ein zweites Grundstück dazu nehmen und das Haus, sagen wir, etwas links hinsetzen, dass man noch als Investition eventuell für schlechtere Zeiten mal die anderen 1000 Quadratmeter zur Verfügung hat. Also die Idee ist, denke ich, mir gar nicht mal so schlecht. Ihr könnt sowohl an der Seite, sowohl links oder auch rechts, noch eine Garage bzw. ein Carport hinstellen. Und hier wegen der Bebauung gibt es wirklich gar keine Probleme. Da macht ihr euch bitte auch gar keine Sorgen diesbezüglich. Das klären wir für euch schon, damit ihr die Bebauung auf jeden Fall zu 100% realisieren könnt. Da helfen wir bzw. unser Team auch beim Hausbau. Selbstverständlich, falls gewünscht. Also ich hoffe, ich konnte euch mit dem kurzen Video etwas helfen, die korrekte, die richtige Entscheidung, was die Grundstücksgröße angeht, treffen. Falls ihr noch Fragen habt zu diesem Thema, bitte wie immer unten in den Kommentaren eure Fragen stellen. Beziehungsweise auch habt ihr die Möglichkeit, uns per E-Mail anzuschreiben. Dank fürs Zuschauen, für eure Zeit und wie gesagt, vergiss nicht, das Video zu teilen, auch bei Bekannten, bei Freunden, die sicherlich Interesse an Paraguay haben und an top ländlichen Gegenden. Man hört immer die Hühner und das ist einfach klasse in Verbindung mit den Palmen. Es ist einfach top Leben. Also glaubt mir doch, macht das Gleiche und ihr kommt sicherlich gut voran. Überlegen und dann handeln. Also nicht vergessen, Likes nach oben, den Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gehabt habt, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns sicherlich im nächsten Video und wie immer in dem
Kommentaren die Fragen stellen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video.